herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News mit mir, dem Herrn Gleich. Ja, sind jetzt nicht mehr viele Tage, dann beginnt Season 7. Ja, und wer es also bereits in der Lobby gesehen hat, da fällt auch jetzt schon ein bisschen Schnee. Also, da geht's schon langsam los. Der Wechsel für die Winterlandschaft ist da. Und wir haben einen neuen Teaser, der jetzt veröffentlicht wurde zur Season 7. Und der sieht folgendermaßen aus. Und was man da sieht, ist interessant. Also, das sieht aus nach einem, ja, Snowboard. Was das da für ein Charakter drauf ist, kann ich jetzt schlecht beurteilen. Könnte irgendwas Katzenartiges sein, weiß ich jetzt nicht so genau. Vielleicht ist es ein Waschbär. So, also auf jeden Fall hier mit einem Snowboard. Also stellt euch mal vor, da heizt ihr dann mit Snowboards oder vielleicht irgendwelchen Schneemobilen durch die Gegend oder so. Wäre auch ganz interessant, ganz cool. Also ich bin mal riesig schon mal gespannt auf diese neue Season, was da so alles kommen wird. So, ja, das war jetzt erstmal die News. Und jetzt schauen wir mal hier rein in den Item Shop. Gucke mal, was da so heute drin ist. Was ist eigentlich der Sound? Sound müsste eigentlich auch da sein. Kommt der Sound? Oder kommt er nicht? Warte mal, ich muss mal hier. Kriegen wir mal da hin. Und da ist er, das Sound. So. Also, jetzt schauen wir hier rein in den Item Shop. Und da haben wir als allererstes den Omen. Ja, sieht ein bisschen aus nach einer billigen Marvel-Version. Schlecht ist er jetzt nicht, ist jetzt aber auch nicht der Oberbringer. Der Omen kriegt von mir 7 von 10. Und dann schauen wir doch mal beim, was den Omen anbelangt. wo ist, da ist, so. 3,13 von 5 bei 78 Votes. 200 Reminders gesetzt. Am 17. Juni 2018 das erste Mal drin gewesen. So, dann geht es weiter. Machen wir weiter. Dann haben wir hier die Oracle Axe. Die sieht schon echt cool aus. Also ich finde die wirklich richtig nice. Muss ich echt sagen. Die Oracle Axe ist eine, die mir schon richtig, also ich gebe der Oracle Axe 9 von 10. Finde die sieht echt nice aus. Und da haben wir jetzt hier 4,33 von 5 bei 21 Votes. Am 17. Juni auch das erste Mal drin gewesen. 26 Reminders. So. Das wäre das Omen Set. Dann kommen wir hier, sorry, aber das Ding ist einfach nur pottenhässlich. Dieser Moisty Merman sieht sowas von bescheiden schissen kacke aus. Das, der kann doch gar nicht sehen da durch das Maul. Guck doch mal hier, wo guckt er denn hin? Das sind die Augen so. Also sorry Leute, aber das Ding, das ist wirklich zum Bäh. Der Moisty Merman. Schrecklich, schrecklich, schrecklich. Kriegt von mir, also ich finde den ganz grausam, kriegt von mir nur 2 von 10. Na, er kriegt 0 von 10. Jetzt, ich muss es wirklich machen, 0 von 10 kriegt der Moisty Merman von mir. Ich finde den schrecklich, schrecklich. So, und dann haben wir hier aktuell, was haben wir denn? 2,54 von 5 bei 56 Votes. 37 Reminders. 25. Mai 2018, das war recht. So. Also, weiter geht's. Boah. So, das ist der. Dann kommt diese Picke, die sieht cool aus. Ja, sorry, aber wir machen gerade Video, kann ich jetzt gerade nicht.
Eine Kamera. Director's Cut. Die sieht echt cool aus. Die sieht echt ziemlich geil aus, diese Picke. Und die Picke verdient meiner Meinung nach echt eine 10 von 10. Ich finde, die sieht einfach mal cool aus. Und mal mit so einer Filmkamera auf jemanden einprügeln, ist mit Sicherheit ganz amüsant. So, die Director's Cut. 3 von 5 bei nur 2 Votes. 6 Reminders. Ich finde, die sieht geil aus. Finde ich wirklich. So, also. Aber daran sieht man ja, dass ich wirklich so, wie mir das gefällt, die Noten vergebe und nicht darauf achte, was ist da hinten. So, Wreck Raider. Ach Gott. Noch so ein Kackskin da. Also heute gefällt mir das wirklich gar nicht so wirklich. Der Wreck Raider kriegt von mir... Also wer will denn so da auf der Map rumlaufen? Sorry, aber 2 von 10, 3 von 10, was weiß ich. Schlimm ist der. Schlimm. Wie sehen die Noten aus für den Wreck Raider? Ja, auch schrecklich. 2,8 von 5 bei 15 Votes. Also der ist aber auch wirklich, das ist, sorry, aber das ist, also nee. Ja, der Wreck Raider, dann sind wir hier beim Gumdrop. Sorry, 0 von 10. Ich kann mit dem Ding überhaupt nichts anfangen. Ja, ein normaler Gleiter, einfach in Rot. Und da sind die Noten folgendermaßen: 3,08 von 5 bei 13 Votes. So, jetzt. Ehrlich. Kick von mir 10 von 10. Kick-Ups kick von mir 10 von 10. Ich finde den mega geil. Ist echt cool gemacht. Also, finde ich mega geil. Hier 3 von 5 bei nur 2 Votes. 16. Juni 2018 das erste Mal drin gewesen. Ich finde den echt cool gemacht. Also, schon nice irgendwo. Dann haben wir den Brawler. Sieht immerhin besser aus als die anderen Dinge, die da waren, muss ich ganz ehrlich sagen, auch wenn es ein Auskenn ist. Deswegen kriegt der Brawler von mir heute 5 von 10. Aber das ist der einzige Grund. Also wirklich, weil die anderen so beschissen aussehen, dass ich da sage, okay, da sieht der echt noch gut aus. Also 3,85 von 5. 3. November 2017 ist erstmal drin gewesen und 24 Reminders. Ja, Wahnsinn. Also heute ist wirklich, heute ist unfassbar viel Schrott drin. Die Spectra XD ist mal lichtblick, sieht ein bisschen aus wie die vom Omega. Kriegt von mir deswegen 7 von 10. Und da haben wir folgende Noten. 4,09 von 5 bei 11 Votes. So, dann sind wir auch schon beim letzten Emote angelangt, das ist der Breaking Point. Den finde ich cool. Finde ich echt cool. Und der Breaking Point kriegt von mir 8 von 10. So, wie schaut's aus beim Breaking Point? Hat kein Rating.
13. März 2018 das erste Mal drin gewesen. Scheint niemanden wirklich zu interessieren. Give him a break. Also, der heutige, was lässt sich über den heutigen Shop sagen? Der Herr Sofort hat vorhin schon gesagt, so viel Schrott, unglaublich. Ich muss ihm da recht geben. Also, es ist. Er hätte Kick-Ups auch schlechte Noten gegeben. Er mag Kick-Ups nicht. Aber ich glaube, Breaking Point gefällt ihm ganz gut. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns mal einen Daumen nach oben da, schreibt uns was in die Kommentare und abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan haben solltet. Und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Fortnite Daily Shop News mit Medemann gleich. Schaut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.